Ich bin immer noch am Mischen. Yay! derweil, wer Access am Mischen ist, können wir mal gucken. Der Slayer ist jetzt am Führpunkt mit 2 Punkten. Der Daiki ist mit 1 Punkt und der Access mit 1 Punkt und ich bin 0 Punkte. Ich bin sozusagen der Eddie. Aber immer mal denken, was hat Eddie uns gelehrt? Alles wird anders dieses Mal! Da bin ich ja mal gespannt. Ich werde es einfach so mit reinschneiden, hier das rausschneiden und das mit einschneiden. So, wir müssen würfeln. Achso, ja genau. Würfel, mach mal die Würfel. Ich trolle. Der Axis kriegt eine 1. Oh, und der Skyline. Nein! Ich krieg immer das, was da schon ist! Ich krieg eine 4 und du kriegst eine 3. Jetzt auch nicht! Das heißt, alles klar. Ich hab nicht einmal so einen scheiß Würfelding gewonnen. Das heißt, ich beginne. Da! Und deswegen krieg ich jetzt ein böses, trauriges Smiley. So. Oh, armer kleiner Skyline. Da ist da noch ein Loch drin. Fuck off, Alter, ey. Also, okay, das finde ich schon mal auf jeden Fall besonders nice. Wenn du schaffst, mit der Karte ein Loch in diesen Tisch zu hauen, ne? Wenn ich so schaffe, ein Loch in den Tisch zu hauen. So, ich beginne einfach mal. Wieso habe ich die 2 auf der Hand? Ich darf mir die 2 haben! Darf ich anfangen? Ja. Ich rufe meinen Tristan im Angriffsmodus. Interessiert mich nicht. Spezial beschwöre Isolde, Schönheit der Unterwelt und beschwöre eine zweite Isolde. Da ich einen Tristan habe, kann ich sie von einem Spezial beschwören. Aktiviere ihren Effekt, kann er 2 Monster mit Stufe 5 bis 9 benennen. 5 bis 8, ich korrigiere. Meine beiden Isolde werden jetzt beide Stufe 8. Mache eine Exis-Beschwörung. Und rufe meine Nummer 40 Gimmick Marionette der Fäden. Sieht Skyler die Lustlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Exis-Material von dieser Karte abhängen. Lege eine Fädenzählmarke auf jedes offene Monster auf dem Spielfeld, außer diese Karte. Falls du dies tust, während der nächsten Endphase deines Gegners, zerstöre die Monster mit Fädenzählmarken. Und falls du dies tust, füge deinem Gegner 500 Schaden für jedes zerstörte Monster zu. Des Weiteren hat er 3000 Angriffspunkte und ich beende meinen Zug. Ich einfach keinen Bock habe, Alter. Aber einfach mal so ein Denki. Ja, immerhin, dein Startzug funktioniert jedes Mal. Ja. Das ist auch immer derselbe Startzug. Ich glaube, wir brauchen den Skyline irgendwie gar nicht neu aufnehmen. Wir nehmen immer nur ein und fügen ihn immer ein. Auf jeden Fall. Ja, Mato. Ich liebe Tristan und Isolde. Die ja. Harmonieren halt so. Ja, ich hab keine Ahnung. Isolde, die mal ausschalten. Also, ich finde das. Hier bitte schlechten Witz einfügen. Ich sage ja nicht, dass das Deck nicht gut ist oder so. Mir gefällt es halt einfach nur nicht. Nee, ich spiel's gern, es macht Spaß. Da bleib ich lieber beim Vampiren. Die glitzern so schön. Ja, vor allem eine Goldware. Naja, das hat Isolde auch. Achso, und alle Zombie-Monster. Also, nee, wenn ich ein anderes Zombie-Monster. Okay, der Effekt ist nicht gültig. Weil du keinen zweiten Zombie-Monster hast. Sonst kriegt er noch 300 Angriffspunkte dazu. Yamato! Yamato! Er kriegt 100 Angriffspunkte mehr, ne? Ja! Ja, wie viel hat er? 2000. Nein, oh! Aber nicht. Nee, 1, 8, ne? Er hat jetzt 1, 7 oder 1, 8. 1, 9 hat er. Oh! Oh! Oh. Verdeckt! Dann greife ich deinen. Tristan an. Tristan an. Das waren wie viel Schaden? 100. 100, ja. Dann Face aktiviert der Effekt von Yamato, bevor du irgendwas machst. Eine Karte auf den Friedhof legen. Dafür darf ich jetzt eine Karte auf die Hand holen. Okay. Ich nehme hier Bojingi Krali auf die Hand. So, wir bräuchten und eventuell mal eine Münze. Ist hier auch mit bei? Nee, die da hinten liegt, weil ich muss gleich eine Zählmarke platzieren. Ah. Ja. So, das heißt, ich ziehe. Hier hast du erstmal 3. Danke. Erstmal rufe ich meinen Zombie-Meister, aktiviere seinen Effekt, lege eine Monsterkarte von meiner Hand auf den Friedhof, um einem Monster der Stufe 4 aus meinem Friedhof spezial zu beschwören. Exis-Beschwörung. Genau. Exis-Beschwörung. Es ist unnötig. Rufe die lautlose Ehre Arc.
Arc for the win! Arc for the win. Dann aktiviere ich seinen Effekt. Ich hänge ein Exis ab und lege eine Zielmarke auf deinen Yamato. Dann gehe ich über in die Battle Phase. Ja. Ich meine, macht zwar keinen Sinn, aber meine Arc greift deinen Yamato an mit 2100. Also, Mentos. Kranich, die Grundattack erhöht sich jetzt um das Doppelte, das heißt 3,6, 3,7. Wenn du nicht angreifst, verlierst du halt ein bisschen was. Also verliere ich 1600, aber hänge ein Exis ab, damit meine Art nicht zerstört wird. Also er hat sie jetzt nicht mehr, ne? Er hat jetzt nochmal wieder 1600. Das war nur für die. Ja, und dann greife ich mit meiner Nummer 40. Annulliere den Angriff und du verhältst die Hälfte der Angriffspunkte an Lebenspunkten. Okay, verliere ich nochmal 1500. Also ich habe den Kranich auf den Friedhof geschmissen. Also einmal habe ich Kranich halt geschmissen, um halt meine Grund-ATK zu verdoppeln. Deswegen ist sein Angriff halt nicht durchgegangen, er hat die Lebenspunkte halt verloren. Und Bojini Kranich habe ich jetzt seinen Angriff annulliert und ihm die Hälfte der Lebenspunkte halt Pabo, oder nicht? Abgezogen. Kranich war doch der, der verdoppelt. Ja, und die Krähe ist jetzt... Ja, weil du hast keine Zauber, Kranich. So, also die Krähe ja. Ist jetzt halt dann... Dann beende ich meinen Zug und du bist... Mal kurzer Zwischenstand, der Exis hat ja noch 4800. Er hat sich alles selber zugefügt im Prinzip. Ja. Eigentore. Aber man muss auch mal einstecken. Und der Skyler hat noch volle 8000. Wenn ich ihn natürlich jetzt opfer, dann ist die 10 Marke weg, ne? Ja, natürlich. Dann rufe ich meinen Mikazuki. Machen wir ein Beat. Jetzt wird's ein bisschen unfair. Oder jetzt wird's, oder wie man so schön sagt, jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's hässlich. Es ist halt dumm, weil ich kann nur dieses Monster rufen und hoffen, dass ich diesmal fünf Bujinni kriege. Das war erstes Mal. So ist erstmal, dass ich es miterlebe. Ein Kagutsuki. Das heißt, ich muss die ersten obersten 5 Karten auf meinen Friedhof legen. Damit du auf die 3000 kommst, ne? Ja, ich komme auf die 3000, wenn ich nur 4 habe. Ja. Aber ich muss halt auf die 3-1 kommen. Mhm. jetzt muss ich die obersten 5 Karten ablegen und für jedes Bujin-Karte kriegt er 100 ATK extra. 1. 1. 2. 3. 4. Es waren 5 Karten. Es waren 5, ja. Du hast das Slot für mich, ich mitgezählt, weil es kein so ist. Jetzt 3000. Ja, jetzt 3000 instant. Und das habe ich schon gespielt, das habe ich auf dem Friedhof gelegt. Er hat ja auch den Effekt, dass er Effekte annullieren kann, ne? Das heißt, meine Gimmick-Marionette würde jetzt quasi im nächsten Zug gar nichts bringen. Ja, aber er hat doch auch den Effekt, dass er nicht zerstört wird, wenn er Material abhängt. Eben, deswegen. Das heißt, meine Marionette bringt mir auf jeden Fall nichts. Bringt halt nichts und dann greife ich halt dein... Hänge ein Exis ab und verliere nur 900 Angriffspunkte. Lebenspunkte. So, jetzt habe ich ihn selber mal ein paar Lebenspunkte abgezogen. Und diesmal stehe ich mal gar nicht mal so schlecht da. Mann! Ganz ruhig! Die Sache haben! Fuck, habe ich diese Karte vergessen. Das Juwel. Das Juwel. Das hänge ich an ihm dran. Also ein Level 4er Exit. Da kann ich das anhängen. Ich darf jede Runde von mir aus noch eine Karte drauflegen. Und für jede draufgelegte Karte, also jedes Exit-Material, kriegt er 300 ATK extra. Mhm. Das heißt, ich hänge meinen Bunjin Fuchs dran. Hab ich total vergessen, Alter. Das heißt, er hat jetzt 3.9 hat er jetzt. 3.9, okay. Und beende meinen Zug. Gut, ich ziehe. So, ich aktiviere das Buch des Lebens. Warte. Was kann das? Ich kann mir ein Zombie-Monster speziell beschwören und ein Monster von dir aus dem Spiel entfernen. Zerstörung, das bringt mir nichts. Okay, ja, dann mach das mal. Okay. So, das heißt, ich hole mir meinen Zombie-Meister und verbanne ihn aus dem Spiel. Achso, aus dem Friedhof. Ja. Achso, aus dem Friedhof, okay. Dann gehe ich mit meiner Marionette in den Verteidigungsmodus, aktiviere aber seinen Effekt noch, um dir eine
Alle Monster, oder nicht? Ja, ja. Also auch deine. Nee. Das Monster, das mit der Zählmarke ausgerüstet ist. Wenn zerstört. Du die aktivierst, dann musst du hier, glaube ich, eine Zählmarke. Ja, deswegen. So habe ich das verstanden. Da hätte die Ark aber schon vorher kaputt gehen müssen. Nein, von dieser Karte abhängen, lege eine Feenzählmarke auf jedes offene Monster auf dem Spielfeld. Okay, alles. Das heißt, klar. Die Ark hätte auch schon längst werden müssen. Weil er die Ark danach gespielt hat. Richtig. Nach dem Ark erst danach. Aber das heißt, deine beiden haben auch Marke. Das heißt, die kriegen auch eine Marke. Dann opfere ich meinen Zombie-Meister. Ich rufe ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Ich bin. Und du bist. Ja gut, damit lege ich mir natürlich gerade ein Eigentor. Feuerformation Tanky. 4000 Angriffspunkte. Ich hole mir Arasura auf die Hand. Und rufe mal Mikazuki. Die kriegen mir alle nichts. Das heißt, mein Mikazuki hat 2-1. Einfach nur zur Demütigung. Das zerstöre ich den damit. Mein Kagutsuki zerstört eine Ark. Und damit beende ich auch schon wieder meinen Zug. Das heißt, der Effekt aktiviert sich. Dann aktiviere ich den Effekt von Kagutsuki. Ich kann eine Karte entfernen, um halt einen ungeheuer Krieger den Zug nicht zerstören zu lassen. Ja, damit hat er jetzt nur noch 3600, 3700 Attika. Okay, dann bin ich. So, ich kann ja jetzt auch mal ganz gepflegt, ich aktiviere Zombie-Welt. Das heißt, alle Monster auf dem Feld, auf dem Friedhof werden zu Zombies. Das heißt, dein ungeheuer Krieger verlieren ihre Angriffspunkte. Oder Füßler. Macht. Jetzt kann ich. Ach, das ist richtig. Der zählt doch, oder? Auf Zählen der Effekt, oder nicht? Das ist nein. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann eine Zauberfeindkarte, die deinen Gegner kontrolliert, zerstören. Achso, okay. Scheiße. Ich beende. Nicht dran. Schade, meine Zombie-Welt hätte mir jetzt nochmal verdammt den Arsch retten können. Arasura, Angriffsmodus, Suizid. Jetzt rastet er aus. Mhm. Jetzt hole ich meine. Egal, Niederlagen steckt man einfach weg. Ich gehe dann zu Hause heulen. Noch so, bevor du heute Abend weggehst, ne? Ja. Aber so haben der Skyline und ich wenigstens Gleichstand. Echt, weil. Und ich verliere gerne gegen Skyline. Der braucht sein Erfolgserlebnis. Tut seinem Ego gut. So, die Bruderschaft der Feuerforce bringt mir jetzt eigentlich soweit herzlich wenig zur Zeit. Egal was du machst, ich kann nichts dagegen tun. Man weiß, was du da verlegt hast, ey. Aber ich rufe jetzt einfach mal Bujintei Susano. Wo? Susano wo? Ich kann ein Material abhängen, um eine Karte auf dem Hand oder auf den Friedhof zu legen, von meinem Deck aus. Mhm. Und dann hole ich mir Bujingi Hase auf meinen Friedhof. Susanoo kann außerdem jetzt noch jedes Monster einmal angreifen, aber da er nur ein Monster hat, der hat dann nur jetzt 2-6 halt, der kauft ein verdecktes. Das war leider nur mein Zombie-Drache. Und mit 3-7 directly. Das war. Axis, du hast noch 200 Lebenspunkte. 200 Lebenspunkte, jetzt muss ein Kracher kommen. Ja, jetzt hat er da. Okay, gut. Ich zieh meine letzte Karte. Erster Gott, hilf mir! Alles wird anders dieses Mal! Alles wird anders dieses Mal! Aktiviere Verlockung der Finsternis. Ziehe zwei Karten. Risky Zug. Oh. Muss dann ein Finsternis-Monster abwerfen. Was ist, wenn er jetzt kein Finsternis-Monster hat? Hätte er alles abschmeißen müssen. Müssen. Entfernen. Achso, ja, okay. Da war ich ja gerade nicht für sich, das habe ich aber gelesen. Meine beiden Monster sind zäh, ich habe Hasen auf dem Spielfeld, ich habe diese hier. Willst du mir jetzt Angst machen, oder was? Ja, ich dachte nur, das bringt halt einfach nichts mehr. Du bist. Ich bin,
Oh, ich hab zweimal die gleiche Zauberkarte auf der Hand. Ja. Danke. Golem. Er kann einmal nicht im Verteidigungsmodus zerstört werden. Ah, wofür den Golem in dem Zombie-Tech? Der hat doch gerade den Arsch gerettet! Ich mit Gogo Geist zusammenspiele. Und Zombie-Welt. Geist kenne ich nicht. Ich bin dran. Muss ich auch. Ja, jetzt sieht das echt hinaus. So. Ach! Goddammit! Ich hole mal einen Zug zu spät. Goddammit! Oh Mann, ey! Ja, okay, du bist. Och, Menno, er kam wirklich ein Zug zu spät. Nein, eigentlich hätte er mir sowieso nichts gebracht. Weil ich ihn nicht hätte specialen können. Ja, Susanne, wo? Das ist der Gugu-Geist. Und Hakotsuki? Das Boss. 7 ATK-Attacke. Darfst ruhig auf 0 machen? Ja, 0. So. Ich hab Ellie gewonnen! So, und Skyline, du hättest schon viel früher gewinnen können. Du hast dich ein riesiges Missplay gemacht, in dem du seine Art durch Kampf zerstört hast. Die nämlich durch den Fahren eh zerstört geworden. Ja. Und so hättest du einen Zug früher gewinnen können. Und hätte sogar noch 500 Lebenspunkte verloren. Nein. Doch? Ich hätte, ja, doch, durch die 500 Lebenspunkte verloren, hätte ich einen Zug früher gewonnen, ja. Naja, was ist ein Zug? Es waren mehrere Züge, aber du hättest halt schneller gewonnen. Ja, gemacht. Ich war einfach voll in diesem Kick, dass ich mal was Gutes auf dem Spielfeld hatte. Schade, ich hab stark angefangen und stark nachgelassen. Ich dachte auch schon wieder gleich, ach weißt du was, leck mich doch an den Sack, Alter. Aber ist geil. Abschluss. Ja, ich hab gewonnen. Mehr interessiert mich eigentlich gar nicht. Bis zum nächsten Mal.